Es ist wieder Freitag, das heißt. Bullshit Friday. Mit Wir dabei. alle. Ja, Ja. mit dabei. Der Archer, wie immer. Der Kitten hat anscheinend entweder keinen Bock oder ist nicht erreichbar. Spaß. Aber macht nichts, wir fangen ohne ihn an. Genau. Ja, willst du vielleicht nochmal erklären, für die, die es noch nicht verfolgt haben, so, was der Bullshit Friday ist? Ja, für die ganzen Kevins und Chuckelines Oh. draußen erkläre ich es gerne nochmal. Der Bullshit Friday ist im Prinzip nichts anderes. Wir machen uns über die Dummheit von anderen Menschen lustig. Genau. Ja, genau. Genau. Ja. Willst du vielleicht den Anfang machen? Muss mal schauen, ob ich was finde. Also natürlich müssen wir, sag ich jetzt mal, auch was finden. Wir müssen ja aufpassen, dass sich das nicht doppelt. Das ist das Problem. Ja, das hören wir doch dann. Ja, mach du erstmal, ich finde jetzt gerade nichts. Okay. Was haben wir dann? Ja. Ja, weiblich 15, ne? Ich habe Ja. schreckliche Angst davor, zum Frauenarzt zu gehen. Wenn ich nämlich aufgeregt bin, muss ich immer gleich aufs Klo. Kann mir vorstellen, dass mir das bestimmt passiert, wenn ich auf diesem Untersuchungsstuhl sitze. Was sollte ich also in dieser Situation tun? Also, nochmal kurz zusammengefasst, ne? Sie hat Angst davor, zum Frauenarzt zu gehen, dann muss sie fett scheißen, ne? Wenn die dann auf diesem Stuhl sitzt, du weißt ja, wie der Stuhl so aussieht, ne? So. Ja. Und das dann macht, also dann Halleluja. Junge, Junge. Jo. Hier ist wieder was Verstörendes. Dann Von Feuer frei. weiblich 20, Alter. Wie lange überlebt das Sperma auf der Haut, wenn mein Freund seinen Penis berührt hat? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ganz ehrlich. So, was ist das denn? Robert! Was haben wir denn? Robert. Ich 16. Hilfe! Mein Penis ist gerade mal 10 cm lang. Das macht mich total fertig, sodass ich schon an Selbstmord gedacht habe. Kann ich durch eine Operation den Penis vergrößern lassen? Wer macht das und bezahlt die Kasse den Eingriff? Jo, Jo. Ja, also ja, kann man, aber ob das die Krankenkasse übernimmt, weiß ich nicht. Vor allem, er will Selbstmord machen, 10 cm. Ja. Hätte er jetzt schon andere Dinge, weißt? Ja. Ja, hier habe ich wieder was Witziges. Weiblich 18. Liebes Durchblickteam, kürzlich habe ich in einem Tao-Buch gelesen, dass die Frau durch regelmäßige Hirschübungen ihre Menstruation unterbrechen kann. Laut dem Autor sind diese Übungen vollkommen ungefährlich. Kann ich darauf vertrauen? Vielen Dank für die Antwort. Was zur Hölle sind Hirschübungen, Alter? Oh mein Gott! Was denn hier? Geil. Gott. Überschrift: Soll ich die Schamhaare färben? Was? Oh mein Gott. Soll ich die Schamhaare färben? Ne? So, männlich 15. Mein Kopf- und Achselhaare. Was? Ne. Meine Kopf- und Achselhaare sind dunkelbraun. Die Schambehaarung ist jedoch hellgrau. Das ist mir ziemlich peinlich. Beim Duschen wurde ich schon ausgelacht. Soll ich mir die Schamhaare färben? Moment. Er wurde beim Duschen schon ausgelacht. Genau. Die Frage ist jetzt allerdings, von wem? Ja. Also so, like Mannschaftsdusche, hebt man die Seife auf, oder was? Was ist das denn?
Du bist dran. Ich muss danach. Ja, gute Frage. Ist vor, Peter. Warte mal. Nein, stell dich nicht in der Zeit vor. Alter, nein, warte, jetzt bin ich dran. Okay, Feuer. Pass auf. Weiblich 25. Also ich glaube, das bis jetzt älteste, was wir bis jetzt hatten. Sorry, bei dem Eingang habe ich mit dem Alter gelogen. Bin 25. Aber ich dachte, wenn jemand eine Lösung für mein Problem hat, dann sie. Also, ich bin Lehrerin und gebe an der... Was? An der vierten Sekundarschule... Was ist denn das für ein... Die ist Lehrerin und schreit so eine Scheiße, Alter. Echt jetzt? Pass auf, hier steht wirklich so. Also, ich bin Lehrerin und gebe an der vierten Sekschule... Punkt, ein Junge, der sehr früh reif ist. Was ist das denn für ein Deutsch? Also Ja, Deutsch, okay. also Deutschlehrerin kann die schon mal nicht sein. So, der sehr früh reif ist und ein Jahr wiederholte. Ohne Mist, das ist eine Grammatik, da fasse ich mir an den Kopf. Ist jetzt 16 und er will unbedingt Sex mit mir. Ich sage ihm immer, er sei hübsch, nett und reif. In jeder Stunde macht er mich an. Einmal hat er extra ein Schimpfwort zu mir gesagt, so dass er nachsitzen musste. Böse Lehrerin, ey. Ich gab ihm einen Auftrag und war mit ihm alleine im Zimmer. Er sagte, ich soll ihm die Schlüssel geben und mitkommen. Ich dachte, okay, das, was er tat, war nicht okay. Was? Alter, er vergewaltigte mich im Schulkeller und ihm waren die Schmerzen egal. Ich kam und stöhnte, da band er mich einfach den Mund zu und dringt immer wieder in mich ein. Ich habe seit dem Tag Albträume und hoffe, sie können mir helfen. Alter, was? Alter, what the fuck ist da denn verkehrt? Also ich glaube, Alter. bei unseren Lehrern auf unserer ehemaligen Schule hätten wir uns das nicht mal zu träumen gewagt, ganz Oh einfach, weil... Gott. Nein! Nein! Oh, ich kotze gleich. Oh, Kopfkino. Oh, das ist... nein! Nein, wir hatten einfach so Lehrerinnen, die breiter waren als ein Türsteher, ey. Oh. Um es mal so zu sagen. Alter. Alter. Alter, nein. So, was habe ich denn hier Schönes? Ah, weiblich 15. Was Blödes passiert. Unser erstes Mal wollte ich meinen Freund mit etwas ganz Besonderem überraschen. Deshalb habe ich meine Schamlippen mit Lippenstift angemalt. Am anderen Morgen hatte ich an dieser Stelle einen Ausschlag, der nicht mehr weggeht. Das ist jetzt schon 2 Wochen her. Was soll ich tun? Ey, ich habe gerade richtig hart Kopfkino, ne? Wenn ich das mit Lippenstift. Boah, Alter, Scheiße. was? Ey, nee. Alter. Oh. Nee, ich komme da gerade nicht drauf klar. Ich habe einfach permanent Kopfkino. Das geht nicht weg. Dann kann ich dir jetzt noch mal was Verstörendes hinterherlegen, und zwar von Jo. weiblich 12. Mich Okay. beschäftigt eine Frage zum Thema AIDS. Die Jungs und Mädchen in meiner Klasse trinken manchmal aus demselben Glas oder der gleichen Flasche. Kann man sich dadurch mit AIDS anstecken? Okay. Mädchen, wie dumm bist du eigentlich? Nein, kann man nicht. Oh Gott. Ah, hier habe ich das wieder Ja, gefunden. mach das. Weiblich 16. Hallo. Ein Freund hat mir gestern einen Brief in einem Brief was auf Englisch geschrieben. Ja. Das ich aber nicht verstehe. Er schrieb: Fuck you, motherfucking bitch. Suck my dick and I eat your fucking pussy. Könnt ihr mir sagen, was das heißt? Danke. Ja, ich würde jetzt einfach Gott. mal dazu sagen, dass er dich sehr mag, ne? Auf jeden Fall. Also, Das wirklich, war das. ey, das war schon fast eine Liebeserklärung. Ja, auf jeden Fall. Nein, Alter. Weiblich 15. Meine Freundin hatte gesagt, sie hatte Sex mit ihrem Hund. Ich habe ihr das nicht so recht geglaubt. Ist das überhaupt möglich, Sex mit dem Hund? Ja, ist es, aber naja.
Man muss es nicht zwingend ausprobieren. Ja, das, ja, Also, wenn ihr unbedingt Doggy Jetzt, haben wollt, dann geht es auch jetzt anders. pass auf, jetzt wird's richtig interessant. Männlich 15. Hallo zusammen, ich wollte mal gerne wissen, ob man sich eigentlich irgendwie eine Vagina selber machen kann. Danke, danke euch, ihr seid die Besten. Nein, du brauchst einfach nur mal auf die Straße zu gehen, da rennen viel zu viele davon rum. Was ist das denn? Ja, weiblich 16. Ich möchte bald mit meinem Freund schlafen, doch mich irritiert sein Penis. Denn beim Petting habe ich gesehen, dass sein erigierter Penis senkrecht in die Höhe steht. Seine Eiche berührt dann fast den Bauchnabel. Er steht ganz fest und lässt sich nicht bewegen. Ist das normal? Ja, wie soll denn sonst stehen? Horizontal wohl kaum, Alter. Warte mal, horizontal? Also. Nein, naja, waagerecht wohl kaum, ne? Also, du könntest auch als Joystick benutzen, so ist Ah, es oh, nicht, ne? Junge, nein. Weiter, weil wir gar nicht. Aber hier, nochmal was Schönes Verstörendes. Hallo, hier, das ist so ein richtiger Checker, weißt du, so männlich 19. Hallo, Durchblick, Crew, Alter. Boah. Ja, meine Frage lautet, schreiben kann er trotzdem nicht. Ich habe Sex mit der Mutter meines besten Freundes. Sie ist geschieden und 39 Jahre alt. Nun will ich ihm, nun, was, nun will ich ihm das sagen? Nun meine Frage, wie ich, boah, was ist denn das für Deutsch? Wie mache ich das am besten? Einfach drauf los, die Wahrheit sagen? Oder wie geht das? Bin verzweifelt, bitte um Hilfe. Ja, ich will nichts sagen, mein Freund, aber du bist ein ziemlicher Milfhunter, ne? Oh. Alter, der ist 19 und, naja, fickt einfach mal mit der Freundin seines, Quatsch, mit der Mutter seines besten Freundes, Alter, Alter. was? Ey, das ist ja wie bei American Pie, ne? Ja, Hey, so, irgendwie schon. Stiflas Mom! Stiflas Mom! Ja, genau so könnte das sein. Alter, Ja. nein, das geht doch nicht, ey. Was sagt denn das Zeiteisen? Das Zeiteisen sagt, eins schaffen wir noch. Okay. Überschrift: Schiebt er einen Schlauch in den Penis? So, männlich 16. Vor ein paar Tagen hatte ich Blut im Urin und war deshalb beim Hausarzt. Er sagte mir, dass der Urologe eine Blasenspiegelung machen müsse, wenn es nochmal vorkäme. Stimmt es, dass dabei ein Schlauch in den Penis geschoben wird? Das tut doch sicher weh. Ich habe Angst, dass ich dann ein Steifen bekomme. Wird der Arzt mich auch durch den Po untersuchen? Dafür eine Betäubung? Mehr sage ich dazu nicht, Alter. Und das war's mit Bullshit Friday. Wenn es euch gefallen hat, Ach. liken und gegebenenfalls Kommentar da lassen. Genau. Wir hören uns dann.